Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Zunächst mal, Herr Kollege Korte, muss ich Ihre Erwartung leider enttäuschen. Ich kann hier nicht zugestehen, dass wir sagen, es ist alles richtig, was der Herr Korte und was die Linksfraktion gesagt hat. Leider ist das Gegenteil der Fall. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich vor allem in aller Deutlichkeit gegen Ihren Vorwurf verwahren, dass das Abkommen zwischen der EU und der Türkei ein schmutziger Deal wäre, ein dreckiger Deal wäre. Das trifft so einfach nicht zu. Und ich möchte schon auch noch mal deutlich betonen, mir würden auch andere Begriffe einfallen, aber ich sage jetzt mal, es ist bemerkenswert, wenn ein Vertreter der Nachfolgepartei der SED sich jetzt als großer Vorkämpfer der Reisefreiheit hier geriert. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Thema. Das Abkommen zwischen der EU und der Türkei vom 18.03. ist aus meiner Sicht deutlich besser, als es in der Öffentlichkeit gemacht wird. Es ist deutlich besser als sein Ruf. Ich möchte es nicht überhöhen, aber aus meiner Sicht ist dieses Abkommen ein wichtiger Baustein in dem gesamten Instrumentenkasten, der jetzt zur Anwendung kommt in der Bekämpfung und in der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Die Übertrittszahlen in den letzten Wochen sind deutlich zurückgegangen. Wenn noch Mitte Februar 19.000 Flüchtlinge die griechischen Inseln erreicht haben, sind es heute nur noch wenige hundert. Und ich möchte ja durchaus zugestehen, dass der Präsident Erdogan kein einfacher Verhandlungspartner ist. Und er ist auch kein einfacher Zeitgenosse. Und es gibt viele Vorkommnisse in der Türkei, die in höchstem Maße kritikwürdig sind. Und die Bundesregierung hält hier auch mit ihrer Kritik nicht zurück, um dies auch klar zu sagen, wenn es um das Thema Religionsfreiheit geht, wenn es um das Thema Meinungsfreiheit geht, wenn es um das Thema Umgang mit Minderheiten, insbesondere mit der kurdischen Minderheit geht, dann muss hier natürlich in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass die türkische Regierung hier in fundamentaler Weise elementare Menschenrechte verletzt. Aber, und das gehört eben zur Wahrheit auch mit dazu, für mich ist dies noch kein Grund, nicht mit der Türkei zu verhandeln. Wir müssen auch mit der Türkei und wir müssen auch mit anderen Ländern, die nicht westlichen Demokratien entsprechen, wie wir sie in Deutschland oder in Europa haben, auch uns auseinandersetzen und möglicherweise auch im einen oder anderen Fall Vereinbarungen treffen. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass dieses Abkommen durchaus tragfähig ist, dass auch beide Seiten ein Interesse daran haben, dass dieses Abkommen erfolgreich praktiziert wird. Und es musste jedem schon im Vorfeld des Abschlusses des Abkommens klar sein, dass die europäische Seite natürlich auch Zugeständnisse machen wird müssen. Das ist bei jedem Abkommen so, dass man sich letzten Endes auf einen Kompromiss einigt und dass auch wir als Europäer natürlich auch gewisse Zugeständnisse machen mussten. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es insbesondere auch im Interesse der Türkei ist, dass dieses Abkommen erfolgreich praktiziert wird. Die Türkei hat in den letzten Jahren außenpolitisch viel Porzellan zerschlagen. Das Verhältnis zu Israel ist auf dem Gefrierpunkt. Das Verhältnis zu Russland ist auf einem Nullpunkt angelangt. Das Verhältnis zu den USA ist deutlich angespannt. Ich bin der festen Überzeugung, dass insbesondere Präsident Erdogan ein elementares Interesse daran haben muss, dass die Verbindungen zur Europäischen Union weiterhin einigermaßen akzeptabel und vertretbar sind. Deshalb habe ich die nachhaltige und nachdrückliche Hoffnung, dass dieses Abkommen auch von beiden Seiten konstruktiv weiterhin betrieben wird. Ich sage hier aber auch in aller Deutlichkeit dazu, natürlich darf es keinen Rabatt geben. Es darf keine politischen Zugeständnisse geben, wenn es darum geht, dass die Türkei ihre Verpflichtungen erfüllt, um eines der Ziele, nämlich die Visafreiheit, zu erreichen. Und ich sage dies auch deshalb ganz deutlich, weil wir und weil die Europäische Union sich ja nicht nur mit der Türkei in Verhandlungen befindet, was die Ausreichung der Visafreiheit anbelangt, sondern beispielsweise auch mit der Ukraine und mit Georgien. Und ich möchte nur mal fragen, welche Signale würden denn jetzt gesetzt werden, wenn wir der Türkei Rabatt gewähren, sie von der Verpflichtung entlassen, lückenlos alle 72 Voraussetzungen zu erfüllen und andere Länder wie die Ukraine oder Georgien hier teilweise schon wesentlich weiter sind, als es die Türkei ist. Ich bin deshalb der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, die nächsten Wochen und Monate intensiv dazu zu nutzen, der Türkei klarzumachen, dass sie die Restanten, die jetzt offenkundig noch im Raum stehen, die Defizite, die noch vorhanden sind,
zu beseitigen. Und da möchte ich gar nicht verhehlen, da bin ich auch der Überzeugung, das wird der Türkei auch nicht leicht fallen, zumindest wenn der Zeitrahmen bis Mitte des Jahres erreicht werden soll. Wobei ich durchaus auch schon sehr interessiert zur Kenntnis genommen habe, dass selbst Präsident Erdogan gestern ja schon avisiert hat, dass er sich durchaus auch eine Visumsfreiheit auch erst im Oktober vorstellen kann. Also ich glaube, es gibt hier gute und konstruktive Gespräche zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, auch andere Maßnahmen weiterhin intensiv voranzutreiben, wie beispielsweise die Forderung des Bundesinnenministers auf Einführung eines Einreise-Ausreisesystems an der EU-Außengrenze. Wir müssen lückenlos wissen, wer nach Europa einreist. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil. Und ich möchte zuletzt schon auch noch mal deutlich machen, weil jetzt auch so viel auf die Menschenrechte hingewiesen wird. Deutschland hat schon bislang 54 syrische Flüchtlinge im Rahmen des Resettlement-Programms aus der Türkei übernommen. Wir werden in der kommenden Woche weitere 110 syrische Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn man sich nicht nur immer auf die Türkei einschießt, wenn es darum geht, Kritik zu üben, sondern durchaus auch mal öfters an die Solidarität der EU appelliert und vor allem auch immer wieder brandmarkt, dass viele EU-Länder sich, was die Durchführung dieses Abkommens anbelangt, leider nach wie vor vornehm in die Büsche schlagen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes erhält nun die Kollegin Claudia Roth, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.